Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Insta360 Go 3S in der Praxis. Weiter nach dem Intro. Insta360 Go 3S und das ist das Reisekombo. Ja, bevor ich mit euch rausgehe, werden wir die einmal schön verpacken. Ich habe ja diese Reisebundle und hier ist das ja alles schön vorgezeichnet. Hier haben wir diesen Saugnapf mit diesem Kleber, der ist abwaschbar. Und hier ist diese Schutzkappe, wenn ihr die denn so rauf drückt, bleibt das auch sauber. Aber so kann man das schön verstauen. Denn hier ist auch so ein Kleber drauf. Deswegen sind hier immer noch so zusätzliche Pads dabei. Und hier ist auch noch so ein, hier sind so zwei Klebepads. So gummimäßig und dann könnt ihr das auch hier mit drauf kleben. Und hier ist auch noch so eine. Ja, ich habe mich leider bei dem Video vertan, das ist USB-A auf USB-C. Ist vielleicht nicht ganz so tragisch, aber wichtig. Ja, hier können wir das dann auch alles schön verstauen. Hier soll der Stick reinpassen. Gut, dann sollte man vielleicht das hier rausnehmen. Da kommt dann die Kamera rein. Ist ja alles schön vorgegeben. Hier können wir dann noch die anderen Utensilien einpacken. Das können wir hiermit verstauen. So kann man das alles schön mitnehmen. Und hier ist ja eine schöne, ja, ich kann zwar kein Reißverschluss, aber es fällt nichts raus. So kann man den anderen kleinen Kram auch noch mit reinpacken. Ja, das würde ich natürlich auch mitnehmen für so ein Cappy. Denn da passt ja die Kamera rein. Da müsst ihr, wie gesagt, hier drauf drücken, dann könnt ihr sie hier rausnehmen. Und auch hier ist dann angezeigt, wie die Kamera rein soll. Und das war's. Und schon habt ihr hier eine schöne Klemme. Und wie gesagt, das ist ja hier vorne kippbar. Das können wir auch mal abnehmen. Hier ist so ein bisschen gummiert noch. Und dann kann man das an einem Helm oder einem Cappy befestigen. Und wenn ihr hier das macht, ist ja schön angezeichnet, wie ihr das machen sollt. Entweder so rauf oder so. So, wenn ihr es so macht, ist das 9 zu 16 und so 16 zu 9. Und hier ist es dann nochmal schön aufgezeichnet. Das würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Und alles andere würde ich auch noch ein bisschen mitnehmen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt raus. Und dann machen wir ein paar Aufnahmen. Ich bin draußen am Strand, am Wasser. Und hier bin ich mit der Insta360 Go 3S in 4K. Oder beziehungsweise besser gesagt mit 4K. Und heute der Praxistest. So, jetzt werden wir erstmal ein Bild machen. Ich habe hier die 128 GB Variante und die 64 GB Variante finde ich zu wenig. Aber das muss jeder selber entscheiden. Ich habe sie in schwarz, die gibt es dann klar auch in weiß. Jetzt mache ich noch ein HD-Foto. So. Und jetzt machen wir gleich ein Video und ihr könnt es dann klar auch als Vlog-Kamera benutzen. Oder die daumengroße Kamera separat benutzen. Dann müsst ihr bloß die Taste hier mal drücken, rausnehmen und schon könnt ihr filmen. Also noch filme ich nicht. Wenn ich die Kamera so halte, wird das Bild so angezeigt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und wenn ich sie so halte, wird das Bild anders gemacht. Sehr gut für Social Media. So müsst ihr das natürlich auch an der
Halskette, hätte ich das fast gesagt, was ihr auch hinter dem T-Shirt verstecken könnt. Dann müsst ihr es entweder so machen oder so machen. Bei der 3 Go oder Go 3 konntet ihr das ja machen, wie ihr wollt. Hier müsst ihr das ein bisschen anders machen. Zum Vloggen könnt ihr das natürlich auch so benutzen. Display hochklappen und dann könnt ihr euch selber filmen. Dann müsst ihr bloß die Taste hier drücken und dann auch wieder schön mit dieser Kulisse im Hintergrund. Sonne, Strand, naja, ist morgens halt. Ne? Dann kann man sich auch wieder schön drehen und dann haben wir hier ein schönes kontrastes Bild oder ein kontrastreiches Bild. Sehr hell, etwas dunkel. Ich möchte klar wissen, wie das in der Realität aussieht. Und nicht unter Laborbedingungen. Die daumengroße Kamera, die ist bis zu 10 Meter wassertief. Die Linse könnt ihr auch abschrauben. Gut, jetzt habe ich nasse Finger, ist aber abschraubbar. 10 Meter wassertief. Der Action-Pod nicht, der ist nur Spritzwasser geschützt. Ich werde jetzt hier noch ein paar Bilder machen und ein paar Videos und werde die dann in das andere Video hineinmachen. Da ist ein bisschen blauer Himmel. Über mir ist grau, was ihr da hinten auch sehen könnt. Und da, so, ich filme das jetzt mit dem Action-Pod. Nur die kleine Kamera, so circa 30 bis 34 Minuten hält der Akku. Wenn wir in, oder wenn das in zu warmen Räumen ist, schaltet sie sich nach circa 25 Minuten wieder ab wegen Überhitzung, weil 4K braucht schon mal was. Und dann, wenn wir hier oben den Knopf drücken, filmt sie. Und dann wieder drauf drücken. Aufnahme wird gespeichert. Wenn wir hier raufklicken, ich weiß, ist momentan etwas schwer zu sehen, da können wir auch verschiedene Modis einstellen, den Freeframe-Modus, wenn wir hier raufgehen, da haben wir ja dieses, das muss aber in der App oder auf dem PC oder Mac eingestellt werden, wie ihr es nachher haben wollt. Die Insta360 Go 3S ist nun kein Konkurrent zu den anderen Action-Cams, besser gesagt zu den richtigen Action-Cams. Ich sehe sie vielmehr als unterstützend für Videos, wenn ich ein bisschen mehr machen möchte, ein bisschen mehr rausholen möchte aus einer Ace Pro zum Beispiel, aus einer X4 oder X3 und ich habe die Go 3S dabei. Aus dieser Mischung kann ich ein richtig gutes, tolles Video machen. Schaut doch einfach in meine Videobeschreibung, da habe ich die ganzen Produkte einmal aufgelistet und wenn ihr die Links dazu benutzt, dann unterstützt ihr kostenlos den Kanal. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause und hier zeige ich euch noch, wie ihr die Go 3S als Solo benutzen könnt und trotzdem über den Action-Pod das kontrollieren könnt. Denn über die WLAN-Verbindung kommunizieren die hier miteinander und dann müsst ihr einmal die Go 3S so halten oder auch einmal so halten, je nachdem, ob ihr vertikal oder horizontal filmen möchtet. Ich bin von dieser daumengroßen Kamera begeistert. Klar gibt es hier ein Manko und da ein Manko. Das ist na klar keine große Action-Cam wie die Ace Pro oder die GoPro 12 oder von DJI die Action 4, das darf man ja klar nicht vergleichen. Aber ich bin insgesamt mehr als zufrieden, auch schon begeistert, würde ich mal sagen, mit einem 4K-Sensor. Der Sensor ist etwas größer, ist aber nicht mehr 4:4, sondern 4:3. Und dann würde ich sagen, soll es hier auch gewesen sein. Schaut in die Videobeschreibung, da verlinke ich euch alles. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev.